Willkommen bei VodafoneLTE.de. Ich stelle Ihnen hier heute das HTC One XL vor, ein LTE-Smartphone, welches bis zu 100 Megabit im Downstream und 50 Megabit im Upstream in den LTE-Netzen erreicht, auf den Frequenzbändern 800, 1800 und 2600 MHz. Ansonsten natürlich auch in den klassischen 2G und 3G-Netzen ein Quadband-Handy. Sie sind also überall recht gut versorgt. Es verfügt über eine 8-Megapixel-Kamera für Foto- und HD-Videoaufnahmen sowie eine 1,3-Megapixel-Frontkamera. Ich öffne die Verpackung, um Ihnen das Gerät zu zeigen. Es verfügt über ein 4,7 Zoll, also 11,94 cm Display. Damit nur knapp kleiner als das Samsung Galaxy S3 LTE, was ein 4,8 Zoll Display hat. Zu Akkulaufzeiten macht HTC leider auf der Internetseite keine Angaben. Neben natürlich der Kompatibilität zu den LTE-Netzen haben sie auch alle anderen wichtigen Funkstandards an Bord, Bluetooth, WLAN, GPS. Das Gerät ist darüber hinaus DLNA-fähig, also Sie können Ihre Multimedia-Inhalte vom Telefon zum Beispiel dann in Ihrem Heimnetzwerk auf den Fernseher streamen. Es ist 129 Gramm leicht und zeige Ihnen ansonsten die Dimensionen des Gerätes. Besonderheit ist darüber hinaus noch die Beats Audio Unterstützung, also für Kunden, die besonders Wert auf satten Klang auch bei ihrem Smartphone legen, mit den entsprechend zugehörigen Kopfhörern können sie das effizient nutzen. Zum Lieferumfang des Gerätes gehört ein kleines Öffnungstool, die Anleitungen, durch die Hülle schlecht zu erkennen, Kopfhörer, ein USB-Ladekabel mit dem dazugehörigen Steckernetzteil, um auch an einer besonderen Steckdose per USB das Gerät aufladen zu können. Wir zeigen Ihnen hier einen Größenvergleich zwischen aktuellen Smartphones. Ganz vorn das HTC One XL mit einer Bildschirmdiagonale von 4,7 Zoll, also 11,94 cm. Noch etwas größer ist das Flaggschiff von Samsung, das Galaxy S3 LTE. Ich lege die beiden Geräte mal übereinander, also von den Abmessungen her ist das relativ ähnlich. Dieser 0,1 Zoll ist jetzt nicht so zu erkennen. Der Hauptunterschied ist natürlich, dass HTC noch diese Sense-Oberfläche hat, die dafür sorgt, dass sie eben hier mit diesem Ring das Ganze aufwischen. Das ist eine Besonderheit dieses Android-Phones. Und der Hauptunterschied ist natürlich zum Marktbegleiter, dem Apple iPhone 5. Das hat eine 4 Zoll Diagonale, also 10,16 cm. Das sind rund 2 cm Diagonale weniger und auch von den sonstigen Abmessungen ist das iPhone zwar in der Darstellung her, Apple sagt, handlicher als viele andere, aber darunter leidet eben auch die Größe des Displays im Vergleich zu eben dem HTC One XL oder dem Samsung Galaxy S3 LTE. Das Gehäusekonzept des HTC One XL ist ähnlich, wie man es von aktuellen Apple-Geräten
kennt, der Akku ist fest verbaut und auch der Speicher integriert und nicht erweiterbar. Mitgeliefert werden 32 GB. Das Einzige, was man hier zur Inbetriebnahme also machen muss, ist die SIM-Karte einzulegen. Dazu benötigen Sie entweder das mitgelieferte Öffnungswerkzeug, das sieht so aus. Alternativ können Sie eine Büroklammer aufbiegen, um die entsprechende Öffnung auf der Rückseite mit der entsprechenden Beschriftung One XL. Da gibt es ein kleines Loch, in das Sie das Werkzeug einführen und schon kommt hier ein Schieber heraus und Sie sehen eine abgeschrägte Ecke, die Ihnen anzeigt, wie Sie die SIM-Karte einlegen, nämlich genau so. Dann schieben Sie sie in das Gerät hinein, bis das wieder völlig miteinander abschließt. Sie hören kein Klacken oder ähnliches, also wenn es drin ist, dann merken Sie das schon. Und direkt über dem SIM-Karten-Slot befindet sich auch der Einschalter. Und dann kommt auch unmittelbar die PIN-Abfrage. So, dann bootet das Gerät in das Menü hinein. Vorbelegt ist hier als Land Deutschland, das können wir an der Stelle bestätigen. Ich könnte hier nun die Einrichtung des WLANs vornehmen. Das überspringe ich. Kommen noch Abfragen zum Thema Synchronisierung und die WLANs werden angezeigt. Neben dem für Android erforderlichen Google-Konto gibt es auch von HTC selbst noch einen Account, wo Sie bestimmte zusätzliche Apps herunterladen können. Auch die Abfrage oder die Einrichtung dieses Accounts können Sie an der Stelle überspringen. Gibt es noch Informationen? Es wird die Frage gestellt, ob das Gerät Sie orten darf, also Ihre Position mithilfe des GPS-Empfängers bestimmen darf, um Ihnen Standortinformationen anzuzeigen. Auch das bestätige ich und bekomme nochmal eine Nachfrage, um zuzustimmen. Und auch, dass der aktuelle Standort direkt verwendet werden darf. Dann gibt es noch weitere Anwendungen wie Dropbox, das ist ein Cloud-Speicher. Das kann ich aber auch überspringen. Schon werden mir noch weitere Social Network Konten bei Facebook, Flickr etc. angezeigt, muss ich an der Stelle aber auch nicht. Kann, wenn ich ein vorheriges HTC-Gerät nutze und da wechseln möchte, meine Daten übertragen oder diesen Punkt überspringen. Und hier Datum und Uhrzeit hat sich das Gerät aber schon aus dem Netz geholt. Wenn ich hier unten Fertigstellen drücke, ist die Grundeinrichtung abgeschlossen und das System bootet in den Homescreen hinein. Hier oben ganz klein sehe ich mit einem Balken Empfang, habe ich 4G. Und über den Homescreen legt das Gerät jetzt eine Kurzinformation, eine Kurzanleitung für Kunden, die eben neu sind. HTC nutzt neben der Android-Plattform eben eine weitere Oberfläche, die darüber gelegt wird, HTC Sense nennt sich das. Und um den Umgang mit Sense zu erlernen, welche Besonderheiten die Oberfläche gegenüber Android hat, gibt es eben so kleine Einblendungen. Das kann ich aber auch übergehen. Und habe jetzt gesagt, nein, diese Kurztipps, welcher Menüpunkt wozu gut ist, sollen mir nicht mehr angezeigt werden. Dann sehe ich auf dem Homescreen die Grundfunktionen wie Telefonieren, E-Mail, Nachrichten und die Kamera beispielsweise. Über den Play Store kann ich mir Anwendungen installieren. Dies werden wir dann im Folgenden zum Beispiel mit einem Speedtest einmal tun.
Ich habe aus dem Google Play Store nun eine App installiert, Speedtest, um einen Netztest der Internetgeschwindigkeit durchzuführen. Wir befinden uns hier innerhalb eines Gebäudes mit stark abschirmenden Fassaden, deswegen kommt vom LTE-Netz nur etwa ein Balken an, aber wir schauen trotzdem mal, welche Internetgeschwindigkeit das Gerät damit im 4G-Netz erreicht. Der Test beginnt. 66 Millisekunden sind die Pingzeit und die Downstream-Messung läuft. Erreicht so ungefähr 6 Mbit, ja, 7 ist es noch zuletzt hochgesprungen. Und auch der Upstream bewegt sich in ähnlichen Regionen. Das ist eine der Besonderheiten von LTE, dass Sie insbesondere, wenn Sie soziale Netzwerke nutzen, viele Daten hochladen, Fotos oder E-Mails verschicken, dass Sie dann eben diese schnelle Geschwindigkeit nutzen können. Und zum Vergleich schauen wir jetzt mal, wie das Ganze im 3G-Netz aussieht. Dazu muss ich in die Einstellungen gehen und die automatische Netzwahl deaktivieren. So, jetzt bucht sich das Gerät zwangsweise ins 3G-Netz um. Danach wiederholen wir den Test. So, jetzt wird mir um 3G angezeigt. Sogar mit 3 Balken, also das 3G-Netz ist innerhalb des Gebäudes etwas stärker, aber ob es auch schneller ist, sehen wir beim Test. Die Pingzeit ist vor allen Dingen erstmal höher. Das heißt also, es ist von der Pingzeit her langsamer. Der Downstream schwankt sehr stark, ging zwar eben sogar schon sehr hoch, aber zuletzt waren es jetzt 4 Megabit, also etwa die halbe Geschwindigkeit wie vorher im LTE-Netz. Und der extremste Unterschied ist nun beim Upstream zu erkennen. Da sind wir nur bei etwa 1,6 Mbit. Also wie gesagt, das LTE-Netz ist insbesondere dann interessant, wenn Sie einen schnellen Upstream benötigen und gerade in den Großstädten, wo die UMTS-Netze stark überlastet sind.